Ein entspanntes Bad im Meer scheint hier auf der Krim wohl kaum noch möglich zu sein. Und doch stecken einige Urlauber ihre Beine ins Wasser. Eine glibbrige und nicht ganz schmerzfreie Angelegenheit. Die Quallen können einen stechen, aber das tun sie nicht absichtlich. Es ist nur so, dass wenn man sie berührt und beiseite schiebt, sie eine Art Flüssigkeit freisetzen. Die tut weh und hinterlässt Spuren an den Händen. Tausende von Quallen, die für den Menschen nicht lebensgefährlich sind, hat das Asowsche Meer hier angespült. Auslöser ist laut Meeresbiologen warmes und trockenes Wetter, das seit Jahren in der Region vorherrscht. Und durch diese Trockenheit verringerte sich die Menge an Süßwasser, die von umliegenden Flüssen ins Meer fließt. Dadurch sei das Meerwasser salziger geworden, was eine ideale Umgebung für Quallen geschaffen hat. Der Salzgehalt des Asowschen Meeres wird von wichtigen Faktoren wie der Flussbilanz und wie der Wassermenge aus dem Schwarzen Meer bestimmt. Und in den letzten trockenen Jahren hat sich die Strömung der Hauptflüsse Kuban und Don verringert, die in das Asowsche Meer fließen. Dadurch ist der Salzgehalt des Meeres gestiegen. Übrigens, auch wenn die Quallen für Menschen nicht lebensgefährlich sind, so können sie doch für heimische Fische als Konkurrent um Nahrung zum Problem werden.